Was hat Severus Snape als Todesser eigentlich Schlimmes verbrochen? Das und vieles mehr jetzt in diesem Video. In diesem Video werden wir über die Todesser, Severus Snape und Mord sprechen. Snape wurde 1960 als Sohn eines Muggelvaters und einer Hexenmutter geboren und besuchte ab 1971 zusammen mit Harrys Mutter Lily Hogwarts. Snape wurde in Slytherin einsortiert, während Lily nach Gryffindor einsortiert wurde, was für Snape sehr schwer war, da er in Lily verliebt war. Schon in jungen Jahren begann Snape, sich in dunklen Künsten zu üben, angereizt durch die Wut, die aus dem ständigen Mobbing durch James Potter und Sirius Black resultierte. Dies führte ihn auf einen dunklen Pfad und Snape schloss sich schließlich zusammen mit anderen Slytherins aus seinem Jahrgang den Todessern an. Snape war eine ganze Weile lang ein echter Todesser, bevor er sich schließlich den Guten anschloss und als Doppelagent tätig wurde. Während seiner Tätigkeit als Doppelagent während des Zaubererkrieges gelang es Snape erstaunlicherweise, Voldemort davon abzuhalten, seine Gedanken zu lesen, was ihm ermöglichte, Voldemort und den Todessern vorzugaukeln, dass er ihnen treu ergeben sei. Dies war ein Beispiel für seine extreme Begabung in der Okklumentik. In seiner Jugend war Snape ein vielversprechender junger Zauberer und während er in Hogwarts den Stoff der Grundkurse lernte, kritzelte er in seinem Notizbuch und er erfand Flüche, Zaubersprüche und Tränke. Snape verfasste sogar seine eigene Version des Lehrbuchs für Zaubertränke unter dem Pseudonym Der Halbblutprinz, das neben dem regulären Lehrbuchinhalt auch Abkürzungen zur Herstellung von Zaubertränken sowie Zaubersprüche enthielt, die Snape selbst erfunden hatte. Einige waren bösartiger als andere, vor allem Sectum Sempra, ein bösartiger dunkler Fluch, der wie ein unsichtbares Schwert wirkt und bei seinem Ziel Risswunden, Blutungen und Schnitte verursacht. Oftmals liegt das Ziel nach dem Schlag regungslos da, während es Blut verliert. Es wäre ein großartiger Zauber für jemanden, der einen Mord begehen möchte, was das Thema dieses Videos ist. Obwohl sich Snapes Loyalität später änderte und Snape sich als unschätzbarer Verbündeter erwies, kann nicht völlig ignoriert werden, dass Snape eine lange Zeit ein vollwertiger Todesser war. Ich glaube nicht, dass Snape ein Todesser war, weil er auf Macht aus war oder Menschen Schaden zufügen wollte, sondern einfach, weil er nirgendwo anders hin konnte. Er war äußerst begabt und bei den Todessern wurde er für sein magisches Wissen gelobt. Es war ein Ort, an den er gehören konnte, wenn auch nur für kurze Zeit. Außerdem experimentierte Snape mit allen Formen der Magie und mied die dunklen Künste nicht wie andere Hexen und Zauberer. Der folgende Auszug aus dem Feuerkelch beschreibt Snapes anfängliche Anziehung zu den dunklen Künsten. Snape war schon immer von den dunklen Künsten fasziniert. In der Schule war er dafür berühmt. Ein schleimiger, öliger, fetter Junge war er, fügte Sirius hinzu, und Harry und Ron grinsten sich an. Als er in die Schule kam, kannte Snape mehr Flüche als die Hälfte der Schüler im 7. Schuljahr, und er gehörte zu einer Bande von Slytherins, die sich fast alle als Todesser entpuppten. Snape hatte also eine Zeit lang eine echte Anziehungskraft für die dunkle Seite, und es ist echt nicht unangemessen, dass wir uns fragen, was für dunkle Dinge hat Snape eigentlich getan? Hat er jemanden umgebracht? Jemanden gefoltert? Er war sicherlich lange genug ein Todesser, um die Gelegenheit dazu gehabt zu haben. Ich glaube, dass der folgende Austausch zwischen Dumbledore und Snape darauf hindeutet, dass er nie direkt einen Mord begangen hat. Wenn es dir nichts ausmacht zu sterben, sagte Snape grob, warum lässt du es dann nicht Draco tun? Die Seele des Jungen ist noch nicht so beschädigt, sagte Dumbledore. Ich möchte nicht, dass sie meinetwegen zerrissen wird. Und meine Seele, Dumbledore? Meine? Dies zeigt uns, dass Snape um seine eigene, unversehrte Seele besorgt ist. Wenn Snape wirklich einen dunklen Weg beschritten hätte, auf dem Mord für ihn zur Gewohnheit geworden wäre, dann wäre seine Seele bereits schwer beschädigt. Der Grund, warum Dumbledore will, dass Snape ihn und nicht Draco tötet, ist der Schutz von Dracos Seele. Wenn Snape jemals so etwas wie einen Mord erlebt oder begangen hätte, wäre das für ihn kein Problem gewesen. Meiner Meinung nach deutet dies ziemlich überzeugend darauf hin, dass Snape, obwohl er viele Jahre lang ein Todesser war, nie einen Mord begangen hat. Sicher, er mag mit einem anderen der Todesser zusammengearbeitet haben oder dabei gewesen sein, als dieser die Tat beging, aber er selbst hat es nicht getan. Manchmal sah es so aus, als wäre Snape dazu fähig gewesen, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie Snape so aufrichtig um seine Seele besorgt sein konnte, wenn er es schon einmal getan hätte.
Was denkst du dazu? Hat Snape schon mal als Todesser gemordet oder etwas anderes Schlimmes getan? Das war es auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib es mir bitte gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.